Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Ich werde euch heute zeigen, wie man mit einem Rigol DMM, dem Rigol 3068, richtig dBMs messen kann. Das geht relativ gut. Ich habe hier bei meinem Signalgenerator 100 kHz eingestellt, minus 3 dBm, einfach so wahlweise gewählt. Ist keine bestimmte Auswahl, sondern einfach so mal eingestellt. 100 kHz deshalb, weil das DMM, das habe ich festgestellt, etwa bis sogar 300 kHz True RMS messen kann. Das bei einem Sinussignal, wohlverstanden, nicht bei irgendwelchen arbitrary oder wahlweisen Signal, aber Sinus, 100 kHz geht ausgezeichnet. Minus 3 dBm. Und jetzt schauen wir mal, was da beim DMM rauskommt. Minus 3,130. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt. Ich habe keine Ahnung, weil mein Rode und Schwarz ist nicht kalibriert. Das wird erst in den nächsten Tagen passieren. Aber es ist durchaus möglich, eben dBMs anzuzeigen. Nochmal zurück. Und ich wähle jetzt mal vielleicht minus 5 dBm, den Levelwechsel. Minus 5 dBm, das habe ich jetzt eingestellt, minus 5 dBm. Und jetzt gehen wir mal wieder auf das Digital-Multimeter und wir sehen da minus 5, 1, 2, 7, 3. Oder nochmal eine Änderung, minus zum Beispiel 10 dBm, habe ich jetzt gemacht, minus 10 dBm und dann wieder zurück und auf den das Digital-Multimeter. Hervorragende Werte. Ich werde das irgendwann in den nächsten Tagen überprüfen, welches stimmt. Im Moment weiß ich es nicht. Aber immerhin, man kann mit einem DMM durchaus dBm-Werte anzeigen und das recht genau. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor.